Moin Moin und hallo, hier ist der KKPC Player heute mit einer neuen Let's Show. Und zwar, das ist so laut wieder. Nee. Gut. Und zwar mit einer Let's Show, und zwar Part of the First Slides. Ja, ich bin eingeladen worden in eine Forschungseinrichtung. Bisschen dort zu arbeiten. Naja, dann spielen wir es mal. Neues Spiel. Testkamera 0-0. Und dann fangen wir auch mal an. Mal gucken, wo sind wir denn? Oh! Party-Musik! Kommst jetzt immer mehr. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture Science. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Naja, Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Por favor, perdón, fallar muchas gracias. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Nehme ich das Radio mit? Oh, ich muss mal mitnehmen. Halt, das ist zu schwer genug. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsfilter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte, zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Nein! Die haben mein Radio kaputt gemacht. Ja, ich wollte ein bisschen Musik mitnehmen zukünftig. Damit wir dann noch was hören. Naja, hoch geht's ab in die zweite Etage. Yippie. So. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Super. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Wiedersehen. So. Dann geht's jetzt hoch in die dritte Etage, glaube ich. Mamma mia, macht dein. Und Fehler wieder da. Achso. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Finde ich ja lecker. Ah ja. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus dem Mund nehmen. Juhu! Was ist das? Mega, richtig geil. Oh. Also, sag mal, habe ich da G-Stützen? Ja,
Ja, das bin ich, ja. Einmal bitte schießen, Fräulein. Einmal springen. Da geh ich stützen dran. Naja, jetzt mal weiter. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. So. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Gut. Einmal rein. Nächste Etage. Naja, es wird ja immer noch schwieriger, aber jetzt ist das einfach. So. Nun einmal. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Ja, da steht Testkammer 4. 4 von 19. So. Auch das war wieder sehr gut. Schleim. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Gut. Endlich Ruhe. Ich will nicht rein. Nein! Lass mich raus! Lass mich raus! Mann, ey. Naja, hoch geht's. Ja, Leute, wir sind jetzt in Testraum 5. Und diese nervige Computerstimme, und zwar hier. 5 von 19. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Ja. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 1. So, diese Löcher immer. Boah. Alle hoppala. Alle hoppala. Seht ihr die hier? Ja, dann geht's jetzt eben mal weiter.
ja, lade.